Morgen ist es soweit. Der Deutsche Bundestag wird abschließend über das Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst beraten. Die Quote kommt. Ich will der Zustimmung des Bundestages und auch dem Bundesrat nicht vorgreifen, aber ich bin sicher, die Quote kommt. Wir werden am Sonntag den 105. Internationalen Frauentag feiern und endlich gibt es den ersten Frauentag in Deutschland mit einem Beschluss des Deutschen Bundestages zu einer Frauenquote. Herzlichen Dank an alle, die das mit unterstützt haben. Ich habe im letzten Jahr gesagt, Veränderung ist möglich. Die Quote ist ein Beispiel. Heute sage ich, der Kulturwandel hat begonnen. Ein Kulturwandel für Frauen braucht Verbündete, Männer und Frauen starke Partner auf allen Ebenen und in allen Bereichen von Politik und Gesellschaft. Wenn ich ein Mann wäre, hätte ich gesagt, das habe ich natürlich alles alleine geschafft. Anwesende ausgeschlossen. Aber natürlich habe ich das nicht alleine geschafft. Im Gegenteil, ich hatte zum Beispiel dank der Berliner Erklärung, die ja viele Frauen und Männer unterschrieben haben aus den verschiedenen Fraktionen, aber die vor allem durch die Verbände und Vereinigungen nach vorne gebracht worden sind, eine hervorragende Grundlage und freue mich, dass ich die Möglichkeit hatte, gemeinsam mit Ihnen das jetzt so weit zu bringen und danke auch, dass die Beratungen im Deutschen Bundestag dazu führen, dass das morgen so ist. Mit Verbündeten an meiner Seite und der Quote im Rücken fliege ich dann am Internationalen Frauentag nach New York zur Frauenrechtskommission der Vereinten Nationen. In diesem Jahr ist es 20 Jahre her, dass sich die vierte Weltfrauenkonferenz in Peking auf eine umfassende Aktionsplattform geeinigt hat. Ich sehe, dass Frauen auf der ganzen Welt ihre Wirtschaft, ihre Staaten, ihre Gesellschaft voranbringen. Und ich sehe gleichzeitig, dass für viele Frauen auf der ganzen Welt jeden Tag die Rechte, ihre Rechte mit Füßen getreten werden. Deswegen wird meine Bilanz kritisch sein, aber gleichzeitig voller Respekt vor den Frauen und Männern, die sich teils unter schwierigen Bedingungen für die Durchsetzung von Frauenrechten einsetzen. Frauen können etwas bewegen, Frauen können kämpfen für andere Frauen, wenn sie zusammenstehen, auch mit den modernen Männern hier in Deutschland und auf der ganzen Welt. Das ist die Botschaft. Veränderung ist möglich. Herzlich willkommen zum Internationalen Frauentag 2015. Was bedeutet das eigentlich, Kulturwandel? Bei der Oscar-Preisverleihung, es wurde angesprochen, vor ein paar Wochen gab es dieses flammende Plädoyer für gleiche Rechte und gleiche Löhne von Frauen und Männern. Auch bei der Berlinale haben wir gesehen, dass Gleichberechtigung in der Kultur ein Thema ist. Gleiche Chancen, gleiche Bezahlung, bessere Rahmenbedingungen. Dafür setzen sich Frauen in der Kultur ein. Viele Frauen davon sind heute hier. Kultur ist aber mehr als ein gesellschaftlicher Bereich neben anderen, zu denen Film, Theater oder Musik gehört. Kultur, das sind auch die Bilder in unseren Köpfen, das Kopfkino. Kultur ist die Bedeutung, die wir Dingen oder Handlungen geben. Kultur ist auch die Art, wie wir miteinander umgehen. Kultur in diesem Sinne sitzt tief in den Köpfen und den Verhaltensweisen von Menschen. Wenn wir einen Kulturwandel für Frauen wollen, wenn wir einen Kulturwandel für echte Gleichberechtigung von Frauen und Männern wollen, müssen wir diese Verhaltensweisen ändern. Dieses Kopfkino, die unterschiedlichen Bedeutungen, diese Verhaltensweisen. Und das ist ein langer Weg. In den Führungsetagen der großen Unternehmen herrscht eine ausgeprägte Männerkultur. Das hat das Sinus-Institut durch Interviews erforschen lassen. Zu dieser Kultur gehören anzügliche Bemerkungen und Witze, die man sich nicht traut, wenn Frauen dabei sind.
Dazu gehört auch, Härte zur Schau zu stellen. Zitat aus dieser Studie von Interviews: Press mal mehr aus deinen Jungs raus. Zitat Ende. Frauen traut man diese Härte durchaus auch zu, aber das empfinden die Männer dann als unpassend. Wenn wir Frauen hart auftreten, obwohl wir nie sagen, press mal mehr aus deinen Jungs raus, aber wenn wir trotzdem in der Auseinandersetzung hart auftreten, dann fallen Sprüche wie verkniffen, spröde oder Männerimitat. Die erste Frau, die in ein solches Männergremium kommt und mit dieser Kultur konfrontiert wird, so drückt es ein befragter Mann aus, kann das allenfalls aushalten. Gewinnen kann sie kaum. Sie kann auch deshalb nichts kaum gewinnen, weil sie es mit der Familie sowieso falsch macht. Hat sie keine Kinder, fehlt ihr in den Augen der Männer die richtige Weiblichkeit. Hat sie Kinder, trauen die Männer ihr das Führen des Unternehmens nicht zu, weil sie ja nicht rund um die Uhr verfügbar wäre. Die erste Frau, die in ein solches Gremium kommt, ist Außenseiterin, egal wie gut sie ist. Aber 30% sind etwas anderes. 30% verändern zwangsläufig die Art, wie man miteinander umgeht. Jede Frau von uns, die das schon mal erlebt hat, wenn sie in so ein 10er-Männergremium kommt und allein ist, in der Politik begegnet einem das ja auch gelegentlich, weiß, dass das nicht angenehm ist. Aber wenn da andere Frauen sitzen, die auch kämpfen, die vielleicht auch Familie haben, müssen sie aber nicht, will ich dazu sagen, also zumindest Kinder, das ist ja auch immer so ein Thema, ja, wo man sich manchmal mit Blicken gut versteht, wo man endlich auch mal jemanden findet, den man in die Augen schauen kann und mit den Augen rollen kann, wenn die Männer wieder 20 Minuten darüber schwadronieren, wie toll sie sind, dann ist das schon ein besseres Gefühl. Und deshalb bin ich überzeugt davon, dass die mindestens 30%, die wir mit der Frauenquote einführen, wo ich weiß, dass sie nicht allen ausreicht, dass es aber die kritische Masse ist, mit der wir etwas anstoßen können, bewegen können. Die Frauenquote ändert Strukturen und Zahlenverhältnisse und stößt dadurch diesen Kulturwandel an. Und das Gesetz, was wir morgen verabschieden, legt fest, dass sich mehr als 3.600 Unternehmen mit der Frage auseinandersetzen müssen, wie stehen wir da? Im Aufsichtsrat, im Vorstand, auf der oberen Management-Ebene. Und wo wollen wir hin? Es ist schon ein Gewinn, dass überhaupt die Leute jetzt verpflichtet sind, darüber nachzudenken, denn das haben auch noch nicht alle gemacht. Und die größten Unternehmen mit den meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben die feste, starre Quote von mindestens 30% in Aufsichtsräten. Nun weiß ich, dass es einige gibt, die sagen, es ist uns nicht genug. Wir wollen 40%, wir wollen, dass darunter mehr Unternehmen fallen. Ich will Ihnen aber auch sagen, dass es kein Gesetz gibt, nicht aus dem Bundesrat und auch nicht von der Opposition, was so glasklar bestimmt, dass die Quote, die wir vorgeben, von mindestens 30%, ohne Ausnahme ist. Es gibt kein Netz, keinen doppelten Boden. Diesmal ist Schluss mit Ausreden. Diese Unternehmen müssen die 30% Frauen bringen und ich bin sicher, sie werden es schaffen. Selbstverständlich setzen wir diese Vorgaben auch für den öffentlichen Bereich um. Es ist ja ein Trugschluss zu glauben, dass der öffentliche Bereich längst 50% vorschreibt. Ich habe es ja erfahren als Frauenministerin. Ich habe ja Kabinettskollegen gefragt, hört mal, da steht doch bei uns im Gesetz, wir sollen unsere Gremien sogar pari pari besetzen. Aber es ist immer möglich, nach diesem Gesetz zu begründen, warum es nicht geht. Und alle hier im Raum wissen, dass die Kreativität, Gründe zu finden, warum man gerade keine Frau für den Führungsjob hat, sehr, sehr groß ist. Und deshalb wird dieses Gesetz jetzt angeschärft in einem Stufenplan. Zum 01.01.2016 müssen in allen Aufsichtsgremien und wesentlichen Gremien des Bundes müssen 30% mindestens mit Frauen besetzt werden. Und zum 01.01.2018 streben wir dann sogar die 50% an. Es ist kein Rückschritt, sondern ein Fortschritt, weil wir jetzt sagen müssen und weil sich jetzt auch der Bund an seine eigenen Vorschriften halten muss. Die Quote heißt auch,
mehr Macht und Einfluss für Frauen. Ich will auf drei Argumente eingehen, die ich immer wieder höre. Das erste Argument: Wo sollen die Frauen herkommen? Ich finde, es ist so abgedroschen, dass ich darauf jetzt nicht eingehe, weil es ist einfach so daneben. Da helfen nur Zahlen. Wir brauchen für die ganze feste, starre Quote 174 Frauen. Wir sind 40 Millionen Frauen in Deutschland und man darf sich auch international umschauen. Ich bin sicher, diese taffen Frauen gibt es. Wenn ich das sage, sagen die Kritiker: Aha, Ihnen geht es also um 174 Positionen, top bezahlt für die Frauen. Ist das nicht sehr elitär, Frau Schwesig? Dann noch für eine Sozialdemokratin, kümmern Sie sich mal um die Frauen, denen es schlechter geht. Wenn ich das dann aber mache, kommen die Gleichen und sagen: Aber bitte nicht so viel Bürokratie beim Lohngerechtigkeitsgesetz. Aber ich will sagen, warum sagen wir eigentlich, dass gemischte Teams, dass Frauen in Führungsetagen wichtig sind? Wir sagen es, weil wir sagen, Frauen haben auch gewisse Führungskompetenzen. Dazu soll gehören, dass wir zum Beispiel einen anderen Blick haben, dass wir mit der einen oder anderen Sache sensibler umgehen. Und das, was eigentlich ein Kompetenzvorsprung ist, zumindest gegenüber Männern, die das nicht können, das wird jetzt gegen uns benutzt. Man versucht uns nämlich genau an dieser Sensibilität anzugreifen. Kein Mann der Welt regt sich auf, wenn jemand dafür sorgt, dass er einen gut bezahlten Job kriegt. Deswegen können wir es uns auch nicht bieten lassen, dass wir jetzt angezählt werden, weil wir dafür sorgen, dass von diesen gut bezahlten Jobs auch mal ein paar an die Frauen gehen. Das ist auch gerecht. Aber es geht natürlich nicht bei diesem Gesetz allein um 174 Top-Positionen. Das wäre zu wenig. Es ist ein Trugschluss zu denken, dass es bei diesem Gesetz allein um diese Positionen geht. Es geht ja darum, was wird in diesen Positionen gemacht. Und da will ich Ihnen ein ganz konkretes Beispiel nennen. Zu einem dieser DAX-Unternehmen gehört ein Unternehmen aus der Gesundheitsbranche. 178.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit. Milliarden Umsätze und Gewinne, 54.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter davon arbeiten in Deutschland, zwei Drittel davon Frauen. Wie viele Frauen sind im Aufsichtsrat? Null. Und wie viele sind im Vorstand? Null. Dort, wo über die Arbeits- und Lohnbedingungen dieser vielen tausenden Frauen entschieden wird, die diese Umsätze und Gewinne erwirtschaften, und dazu gehören zum Beispiel auch Reinigungskräfte, Catering-Service, die bis vor kurzem noch unter 8,50 Euro Mindestlohn gezahlt wurden. Ich habe sie persönlich kennengelernt in Schwerin. Sie standen vor mir und haben gesagt: Frau Schwesig, ich bin hier als Putzfrau in einem Krankenhaus, die gehören nämlich zu diesem Konzern, und ich musste, um einen unbefristeten Vertrag zu bekommen, auf eine Teilzeitstelle gehen, so viel zur gewollten Teilzeit von Frauen, auf eine Teilzeitstelle gehen. Ich bekomme im Monat 600 Euro, davon gebe ich 100 Euro für die Bahnkosten aus. Bitte sorgen Sie dafür, dass es besser wird. Und in diesen Top-Etagen wird genau darüber entschieden, was da unten stattfindet. Deswegen ist dieses Gesetz nicht ein Gesetz für ein paar Stellen, sondern es ist richtig, dass wir ausgerechnet die feste Quote bei den Unternehmen machen, die die meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, weil wir damit diese vielen Frauen und auch Männer erreichen, aber vor allem die vielen Frauen. Und damit erreichen, dass endlich mal Ihr Geschlecht auch da oben in der Etage sitzt, wo über Ihre Arbeits- und Lohnbedingungen entschieden wird. Und deshalb ist dieses Gesetz nicht irgendwie elitär, sondern ein wichtiger Beitrag zu mehr Gerechtigkeit für Frauen. Letzter Punkt. Ich will aber keine Quotenfrau sein. Das ist ja auch so ein Wort. Ich habe noch nie Quotenmann gehört. Dabei gibt es eine 90-prozentige Männerquote in Führungsetagen. Das ist ja auch so ein Wort, was wieder gegen uns benutzt wird. Eigentlich ist es ja gut, dass die meisten Frauen darauf Wert legen, dass sie kompetent sind, dass sie ihren Job gut können, dass sie darauf vorbereitet sind, dass sie sich das für sich gut überlegt haben. Aber genau diese Sensibilität, die viele Männer Anwesende ausgeschlossen, die viele Männer nicht haben, weil sie einfach sagen: Gib mir diesen tollen Job, ich werde da schon irgendwie klarkommen. Ja? Diese Sensibilität von uns Frauen wird jetzt benutzt,
weil natürlich Quotenfrau ansetzt an diese Erwartung, die man selbst an sich hat. Ich will gut sein und ich will diesen Job gut machen und ich möchte eigentlich, dass alle sehen, dass ich diesen Job gut mache und deswegen möchte ich den auch eigentlich nur bekommen. Und deswegen ist Quotenfrau so ein Wort, was dann die Frauen abschreckt und teilweise auch wehtut. Aber ich finde, jetzt muss unser Vorteil kommen. Wir sind schlauer und wir behalten meistens recht. Ja? Und schlau sein bedeutet, dass man es dreht, weil wir kompetent sind, weil wir fit sind, weil wir die vielen klugen Frauen in unserem Land haben, haben wir die Frauenquote verdient. So einfach wird ein Schuh daraus. Liebe Gäste, eine Frau hat mir auf Facebook Folgendes gepostet. Der Denkfehler der Quotengegner besteht darin, dass sie annehmen, ohne Regelungen würden sich die Qualifiziertesten durchsetzen, egal ob Mann oder Frau. Sie schreibt weiter, in der idealen Welt wäre das auch so, aber das ist nicht der Fall. Solange die Welt nicht ideal ist, hilft die Quote. Solange Gleichberechtigung nicht verwirklicht ist, brauchen wir Gesetze, die diese voranbringen. Ich finde, wir haben lange genug gewartet. Seit 1982 steht die Idee der Quote auf der politischen Tagesordnung in Deutschland. Mal mehr, mal weniger, wie das immer so ist. Wir haben uns lange mit Modellen, Vereinbarungen und Selbstverpflichtungen begnügt, ohne dass es wirklich Fortschritte gab. Norwegen hat 2006 gezeigt, wie es geht. Mit einer festen Quote für Verwaltungsräte und harten Sanktionen bei Nichteinhaltung. Die Vorbehalte in der Wirtschaft waren zunächst riesig, aber die Umsetzung war erfolgreich. Mittlerweile ist in Norwegen, auch in den anderen Führungsebenen, ein Kulturwandel spürbar. Norwegen ist der Beweis, die Quote funktioniert. Und sehr geehrte Damen und Herren, ich weiß, einige wollen mehr, die Quote könnte höher sein, aber denken Sie daran, wie lange haben wir um dieses Gesetz gekämpft? Denken Sie daran, welche Widerstände bis zum Letzten überwunden werden müssten. Und an der Stelle möchte ich mich auch bei denen bedanken, die Widerstände geleistet haben. Das wird Sie überraschen. Aber diese Widerstände waren gut, weil sie noch einmal in den öffentlichen Blick gezeigt haben, gebracht haben, was Frauen im Arbeitsalltag aushalten müssen. Diese ganzen rückwärtsgewandten Vorurteile gegen Frauen, dass sie es nicht können und dass sie sich mal nicht so haben sollen. Es war gut, dass es diese Leute gab, weil es zeigt, wir müssen kämpfen. Allein die Diskussion um den Gesetzentwurf hat bereits Veränderungen ausgelöst. In den DAX-Unternehmen bewegt sich was. Aber auch der Deutsche Caritasverband, der gar nicht vom Gesetz betroffen ist, sagt, auch bei uns kann es so nicht weitergehen. 80% Frauen sind im Personalbestand. 80% der Frauen machen bei uns, bei der Caritas, den Job. Es überrascht auch nicht. Kita, Pflege. Aber nur 20% in Führungsetagen. Deshalb ist es gut, dass zum Beispiel auch der Caritasverband sagt, das muss sich ändern. Daran sehen Sie, dass dieses Gesetz viel weiter wirkt, als es sozusagen im gesetzlich Konkreten ist. Und ich freue mich sehr, dass heute, liebe Exzellenz, wir auch noch live hier auf der Bühne hören, wie funktioniert es in Norwegen. Liebe Frau Wallers, schön, dass Sie hier bei uns heute sind. Ich will einen Punkt im öffentlichen Bereich ansprechen, weil die Diskussion mich ein wenig verwundert hat. Als ich Kommunalpolitikerin wurde, war mein erster Einsatz für den Erhalt eines Frauenhauses, weil wir vor Ort eine ganz tolle kommunale Gleichstellungsbeauftragte hatten. Da musste einfach jeder mitmachen. Deshalb bin ich sozusagen in der Politik mit den Gleichstellungsbeauftragten groß geworden, wenn ich so sagen darf. Ich bin ja noch nicht so lange dabei. Und deshalb weiß ich die Arbeit der Gleichstellungsbeauftragten zu schätzen. Und deshalb bin ich sehr stolz darauf, dass wir in Zeiten, wo es nicht so gemütlich ist, beim Finanzminister Geld zu bekommen, es geschafft haben, dass zukünftig die Gleichstellungsbeauftragten mehr Stellen bekommen, indem ihre stellvertretenden Gleichstellungsbeauftragten
auch Arbeit übernehmen können. Nicht nur dann, wenn die Gleichstellungsbeauftragte krank ist, sondern auch konkret sonst bei der Arbeit unterstützen kann. Mehr Stellen dafür, das ist keine Selbstverständlichkeit und das ist auch eine Anerkennung der guten Arbeit, die die Gleichstellungsbeauftragten leisten. Und ja, wir haben auch in diesem Gesetz übertragen, was wir in der Privatwirtschaft haben, nämlich eine Geschlechterquote. Wir haben nämlich in der Privatwirtschaft gar keine Frauenquote, wir haben nämlich eine Geschlechterquote. Wenn irgendwann mal das Luxusproblem eintrifft, könnte es auch sein, dass die Quote für Männer zieht. Auf diesen Tag warten wir aber noch. Im öffentlichen Dienst war es bisher so, dass die Gleichstellungsbeauftragten den Auftrag hatten, Frauenförderung zu unterstützen, wenn Frauen strukturell benachteiligt sind, was sie fast überall sind. Das bleibt doch so. Was wir aber möchten ist, und das ist das neue Ziel dieses Gesetzes, wir möchten, dass auf allen Ebenen es gemischte Teams gibt, die gleiche Idee, die wir in der Privatwirtschaft haben, Männer und Frauen gemeinsam auf Augenhöhe. Und ich finde es wichtig, es wird keine Frauenförderung ohne die Männer geben. Es ist wichtig, dass nicht nur die Frauen eingeladen werden und gefragt werden, wie läuft denn das für euch so mit der Vereinbarkeit von Beruf und Familie? Es ist auch wichtig, dass die Männer eingeladen werden und gefragt werden, auch im öffentlichen Dienst. Nur wenn Männer endlich in Teilzeit gehen für ihre Kinder, nur wenn Männer mehr in Elternzeit gehen, dann wird es Gleichberechtigung geben. Und das ist nicht gegen Frauen, sondern das unterstützt Frauen. Und ich werbe für die Idee der modernen Gleichstellungspolitik, maximale Unterstützung für Frauen, aber auch dadurch, dass wir Männer mit auf diesen Weg nehmen. Nicht diese Männer von gestern, aber die modernen Männer von heute, die auch für ihre Kinder da sein wollen, die auch ihrer Partnerin den Rücken stärken wollen und die genau das erleben, was wir Frauen im Alltag erleben, dass sie dafür belächelt werden. Diese Männer müssen wir auch unterstützen. Das gehört zur modernen Gleichstellungspolitik und das bringt uns Frauen auch voran. Deshalb werbe ich hier zum Schluss bei allen demokratischen Fraktionen. Setzen Sie morgen, es gibt zum Glück im Bundestag nur demokratische Fraktionen, ich habe dieses Wording immer noch aus MacPom, da sitzt nämlich die NPD, da muss man sich irgendwie abgrenzen. Aber das ist im Bundestag zum Glück nicht so. Und es darf auch nie so sein. Alle Fraktionen im Deutschen Bundestag haben ihren Beitrag dazu geleistet, dass wir morgen diesen historischen Schritt gehen. Die vielen Frauen und die Männer sind heute hier. Und ich weiß, dass das Politikgeschäft so ist. Die in der Regierung sind, sind doof und die Opposition muss dagegen sein. Und die Regierung ist überheblich gegenüber der Opposition. Beides ist ziemlich doof. Fakt ist, dass man sich bei vielen Punkten streiten kann. Aber wenn wir was für die Frauen erreichen wollen, dann sollten wir morgen ein gemeinsames Zeichen setzen. Dieses Gesetz hat Mütter und ein paar Väter, die in allen Fraktionen sitzen. Deswegen werbe ich dafür, stimmen Sie alle zu. Es wäre ein starkes Zeichen für die Frauen. Keine kleinlichen Streitereien, sondern ein starkes Zeichen für die Frauen. Liebe Gäste, die Quote kommt. Es ist ein historischer Schritt und wir haben allen Grund zu feiern. Aber wir halten uns damit natürlich nicht auf. Ich habe es im letzten Jahr versprochen, dass wir den Gleichstellungsbericht mit der Lebensverlaufsperspektive aus der Schublade holen und endlich was draus machen. Und wir machen viel. Neben dem Thema Frauen und Führungspositionen muss es natürlich mit dem Thema gleichen Lohn für gleiche Arbeit, mehr Lohngerechtigkeit weitergehen. Wir müssen endlich dafür sorgen, dass sich die Entgeltlücke zwischen Frauen und Männern schließt. Sie liegt bei 22%. Es gibt nicht die eine Antwort dafür, aber es gibt viele Gründe. Und die Gründe rechtfertigen nicht, dass man sagt, wir brauchen kein Gesetz. Die Gründe für die Lohnungerechtigkeiten sind teilweise so schlecht, dass wir dringend ein Gesetz brauchen. Und ich werbe bei den Tarifpartnern, bei Gewerkschaften, ich weiß, da renne ich offene Türen ein, aber auch Unternehmern dafür, lassen Sie uns gemeinsam schauen, wo sind die Ursachen für die Ungerechtigkeiten und lassen Sie uns dafür sorgen, dass wir diese Entgeltlücke schließen. Ich weiß, dass es auch hier viele Verbände unterstützen, es ist uns unser gemeinsames nächstes großes Projekt.
Und ich glaube, Gleichberechtigung gibt es nur, oder es ist Fakt, wenn Frauen und Männer fair bezahlt werden. Das muss auch im Interesse jedes Mannes sein, dass seine Frau fair bezahlt wird, und jedes Vaters, dass seine Tochter fair bezahlt wird. Eine Ursache für diese Lohnungerechtigkeit, diese Entgeltlücke von 22%, liegt darin, dass vor allem die Männer Vollzeit arbeiten, die sind alle an Bord, fast 100%, also Vollzeit, und Frauen zwar stärker in die Berufstätigkeit gehen, aber sie hängen alle bei ihren durchschnittlich 19 Stunden. Und die Männer in Vollzeit, in typischen Jobs, die Männerjobs, die gut bezahlt werden, und die Frauen unten in der kleinen Teilzeit. Das ist ein großer Grund für die Lohnlücke. Und ganz interessant ist, dass es immer mehr Männer gibt, vor allem junge Väter, die sagen, ich würde eigentlich gerne auch ein Stück reduzieren, zugunsten meiner Kinder. Jeder zweite Vater sagt es. Und viele Frauen sagen, ich will da nicht bei 19 Stunden hängen. Das sagen vor allem jede zweite Mutter. Ich möchte gerne hoch, weil ich dann bessere Einkunftsperspektiven habe, weil jeder weiß, diese kleine Teilzeit heißt schlechte Lohnbedingungen, schlechte Perspektiven. Aber das gleichstellungspolitische Ziel kann nicht sein, dass, wie auch immer, die Frauen in den Stunden hochgefahren werden auf 40 Stunden, gleichzeitig aber für ihre Kinder da sind, für ihre pflegebedürftigen Angehörigen und noch ehrenamtlich sich betätigen. Das kann nicht Ziel von Gleichstellungspolitik sein. Ziel von Gleichstellungspolitik muss sein, dass wir die Zeiten für Arbeit und die Zeiten für Familie anders verteilen. Und das ist die Idee der Familienarbeitszeit. Es ist sich annähert zwischen Frauen und Männern, nicht starr fest vorgegeben, aber eine Annäherung erfolgt. Das ist die Idee der Familienarbeitszeit, und ich finde, es ist eine wertvolle Idee, für sie zu kämpfen, weil sie am Ende auch den Frauen und Männern hilft. Und mit der Familienarbeitszeit ist es so, wie es mit der Frauenquote war. Bloß, dass ich diese Vorgeschichten nicht alle mitmachen musste, weil die sind schon 30 Jahre her. Als die Ersten über Frauenquote gesprochen haben, haben sich alle aufgeregt. Auch noch vor 5 Jahren, als ich mein erstes Interview zur Frauenquote gemacht habe, sind alle über mich hergefallen. Da hat sich ja vieles geändert. Als ich im letzten Jahr das erste Mal die Idee der Familienarbeitszeit, die 32-Stunden-Woche, vorgeschlagen habe, war zum Glück das gleiche Muster. Es gab wieder einen, der es nicht verstanden hat und gesagt hat, finden wir nicht gut, persönlicher Debattenbeitrag. Ist aber nicht schlimm, weil nur durch Streit fliegt ein Thema. Und jetzt, ein Jahr später, haben wir ein Gesetz, das Elterngeld Plus, was genau den Gedanken der Familienarbeitszeit verfolgt, dass junge Väter und Mütter in Teilzeit gehen können, partnerschaftlich gleichberechtigt und dafür unterstützt werden. Jetzt, ein Jahr später, haben wir die Familienpflegezeit, die einen ähnlichen Gedanken trägt. Jetzt, ein Jahr später, schreiben große Medien, wie zum Beispiel die Zeit, über die Familienarbeitszeit, nicht unter schöner Leben, sondern im Dossier Wirtschaft, weil sie erkannt haben, dass das ein Thema ist, wie Frauen mehr in die Berufstätigkeit können, wie aber vor allem auch Frauen und Männer sich Zeiten für Familie und für Arbeit besser teilen können. Ich bin sicher, es ist ein Modernisierungsthema, was uns noch in den nächsten Jahren begleiten wird. Und ich danke an all denjenigen, die das auch unterstützen. Sehr geehrte Damen und Herren, auch das Thema Gewalt gegen Frauen ist ein gemeinsames Herzensanliegen. Und ich freue mich, dass es uns gelungen ist, das Hilfetelefon noch bekannter zu machen. Über 100.000 Frauen haben sich dort bereits gemeldet und sich Hilfe geholt. Und das ist nur dadurch möglich, weil es die Frauen und Männer gibt, die dieses Telefon bekannt machen. Herzlichen Dank nochmal all diejenigen, die heute da sind als Unterstützer. Sie helfen damit ganz konkret Frauen, die in massiver Not sind, weil sie wissen, da bekomme ich Hilfe und weil sie endlich aus dieser Gewaltspirale rauskommen. Da kann man ganz konkret etwas tun. Sie tun das. Herzlichen Dank dafür. Liebe Gäste, der Kulturwandel hat begonnen. Ich möchte zum Schluss einen Blick auf das internationale Parkett geben. Eine ähnliche Vision hat 1995 die Aktionsplattform der 4. Weltfrauenkonferenz in Peking formuliert.
Eine Welt, in der jedes Kind frei von Ungerechtigkeit, Unterdrückung und Ungleichheiten seine Fähigkeiten frei entfalten kann. In der nächsten Woche zieht die Frauenrechtskommission der Vereinten Nationen in New York Bilanz. Ich fahre mit gemischten Gefühlen dahin. Was haben wir erreicht nach 20 Jahren? Kein Land, kein einziges Land der über 190 Länder der UN hat die vollständige Gleichberechtigung der Frauen und Männer umgesetzt. Das räumt die Deklaration, die wir in New York verabschieden, offen ein. Und das ist ehrlich gesagt noch milder ausgedrückt. Wir leben in einer Welt, die aus Fugen gerät. Krieg, Bürgerkrieg, Gewalt, Terror. Jeden Tag sehen wir diese Bilder. Wir sehen Panzer, Raketen, Soldaten, Milizen, Fanatiker, Frauen und Kinder sehen wir selten. Aber die Frauen und Kinder sind es, die die ersten Opfer von Gewalt und Krieg sind. Es wird Krieg gegen Frauen geführt, um Menschen einzuschüchtern, um Macht zu erhalten. Und nach dem Krieg entscheiden die Vergewaltiger darüber, wie die Mittel für den Wiederaufbau eingesetzt und verteilt werden. Jeden Tag werden die Rechte von Frauen mit Füßen getreten. Und das macht mich wütend und es fällt mir schwer zu glauben, dass sich die Situation von Frauen seit Peking wirklich verbessert hat. Jede Gewalt gegen Frauen verletzt Menschenrechte. Jede Gewalt gegen Frauen ist ein Verbrechen. Wenn Frauen in Kriegen und Bürgerkriegen vergewaltigt werden, ist das ein Verbrechen. Wenn Frauen im Namen religiöser Ideologien unterdrückt, bedroht und geschlagen werden, ist das ein Verbrechen. Keine Religion rechtfertigt es, die Rechte von Frauen zu missachten. Wenn mutige Frauen, die sich für die Demokratie und die Menschenrechte einsetzen, angeklagt, eingesperrt und gefoltert werden, dann ist das ein Verbrechen. Und wenn Frauen von ihren Partnern geschlagen werden, dann ist das nicht Privatsphäre, sondern dann ist das ein Verbrechen. Deutschland. Und deshalb setzt sich Deutschland an der Seite von vielen anderen Staaten, von UN Women und von Nichtregierungsorganisationen dafür ein, dass Gleichberechtigung als eigenständiges Ziel in die Post-2015-Agenda für nachhaltige Entwicklung aufgenommen werden soll. Aber es reicht eben nicht, Papiere und Beschlüsse zu fassen. Wir müssen die Lebenswirklichkeiten von Frauen verändern, überall auf der Welt. Und dazu müssen Frauen teilhaben, dort, wo es um Macht, Geld und Einfluss geht. An den Schalthebeln der politischen Macht, in den Spitzenpositionen der Unternehmen, dort, wo Frauen teilhaben und mitbestimmen, dort tut sich was für den Frauen. Dort macht der Blick in andere Länder Mut. Fabiola Gianotti, eine italienische Physikerin, wird ab Januar 2016 die Leitung des CERN übernehmen. Die erste Frau an der Spitze des weltweit größten Forschungszentrums für Teilchenphysik. Mit über 3.000 Beschäftigten und 10.000 Gastwissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Es gibt keine qualifizierte Frauen mit naturwissenschaftlicher Ausbildung für Spitzenpositionen. Diese Ausrede lasse ich nicht mehr gelten. Frau Botschafterin, Exzellenz, Sie werden uns gleich berichten, wie in Norwegen die Frauenquote funktioniert. Die norwegische Wirtschaft ist ja nicht untergegangen. Auch diese Ausrede lassen wir nicht mehr gelten. Und eine indische Frauenrechtlerin, Ovashi Bhutalia, bezeichnet die Frauenquote in der Lokalpolitik ihres Landes als wichtige Entwicklung für die Frauenrechte in Indien, weil Frauen dadurch vor Ort mitbestimmen können. Und dort, wo Frauen mitbestimmen können, besteht eine größere Chance auf kulturellen Wandel. Dort besteht eine größere Chance, dass Gewalt wirklich geächtet wird und dass der Staat Gesetze dagegen macht. Frauen, das zeigt an vielen Orten der Welt, machen andere Politik, nachhaltiger, weitsichtiger, sozialer. Deutschland hat internationale Verantwortung und deshalb ist es gerade wichtig, am Internationalen Frauentag zu sagen, wir haben nicht nur die Frauen in Deutschland im Blick, sondern die Situation von Frauen in anderen Ländern,
Ich setze mich dafür ein, dass die Bundesregierung überall, wo wir Einfluss haben, uns aktiv für die Rechte und Teilhabe von Frauen einsetzen. Ich bin fest davon überzeugt, Veränderung ist nicht nur in Deutschland möglich. Wir können die Welt verändern. Ich bin fest davon überzeugt, dass wenn Frauen beteiligt werden, gerade da, wo Krisenregionen sind, dass dann Frieden möglich ist. Ich bin fest davon überzeugt, dass es keinen Frieden ohne Frauen geben kann. Meine Damen und Herren, wir stehen vor einem großen Kulturwandel. Hier in Deutschland hat er begonnen. Lassen Sie uns das feiern, was wir gemeinsam im letzten Jahr erreicht haben. Lassen Sie uns gemeinsam in die Zukunft schauen, reden, diskutieren, planen, uns weiter verbünden, gemeinsam miteinander kämpfen. Ich wünsche uns einen schönen Abend und wenn Sie, feiern Sie lange, aber machen Sie morgen früh trotzdem um 9 Uhr Phoenix an. Die Quote kommt.